In der dritten Einheit geht es um das komplette Hineinsteigen in eine Kiste mit allen vier Pfoten. Das gezielte Setzen der Hinterbeine und später auch das Balancieren, weil die Kiste kleiner ist als der normale Beinabstand, fördert die Körperkoordination, das Gleichgewicht und baut Muskeln auf. Zu Beginn sollte die Kiste größer sein als der individuelle Abstand vor der Hinterbeine des Hundes, sodass das Hineinsteigen keine Mühe macht. Die Ränder sollten niedrig sein und keine besondere Hürde darstellen. Nach und nach werden die Kisten kleiner. Die jeweils kleinere Kiste wird zunächst eine Weile in die größere gestellt, sobald diese sicher funktioniert. Dann nimmt man die größere Kiste weg und hat nur noch die kleinere, die dann ebenfalls wieder eine Nummer kleiner gestellt wird, wenn der Hund sie beherrscht. Es ist unwichtig, ob der Hund sich setzt oder nicht. Später wird er das nicht mehr können, wenn die Kisten so klein sind, dass gerade mal Vorder- und Hinterpfoten hineinpassen. Oh!